Die ist schon eine Süße. True, true, ja, ja, stimmt. Wir sind uns einig. Dann muss ich aber noch kurz checken, ob die... Nein, ich nehme alles zurück. Die ist doch nicht süß, Leute. Die ist doch nicht süß. Ich nehme alles zurück. Nein, die ist nicht süß. Nein. Big Brother bespannt mich mein kleiner Stiefbruder. Als ob man das niemals... Das ist ja nicht mal eine Wand, das ist einfach nur eine kleine Kamera. Woher kommt denn diese Kamera? Wurde ich denn bei allem gefilmt, was ich mache? Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Das ist voll der Horror. Guck mal, was ich gefunden habe. Da ist eine Kamera drin. Wie eine Kamera. Das ist wirklich, sieht aus wie eine Kamera. Ja, als wäre das was völlig Normales. Und lass mich kurz gucken. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, ist das eine Kamera. Ich glaube, das ist das Modell von JVC. Ich habe die schon mal gesehen. Hatte mir überlegt, das zu kaufen, aber war mir dann doch zu teuer. Dann habe ich das ja jetzt umsonst. Jemand bespannt mich die ganze Zeit und ich krieg das nicht mal mit. Der hier unten bestimmt. Der hier unten, das ist hier Stepbro. Oh, Stepbro, stop it. Ich verdächtige da Simon. Ja, ich habe dich doch letztens ertappt, wie du geguckt hast. Erstmal, für bist du viel zu jung. Warte mal, für was? Für was sagt sie da? Für bist du viel zu jung. Für Pornos? Für Pornos bist du viel zu jung? Wirklich? Also ich finde, er sieht aus wie so ein 15- oder 16-Jähriger. Bruder, ich habe schon Pornos mit 12 angeguckt. Ist doch normal, oder? Dein Sohn hatte noch nie eine Freundin. Kein Wunder, dass er mich bespannen will. Carlotta schreibt, er hatte mit 16 noch nie eine Freundin. Ist ja klar, dass er rumspannt. Ah, yes. Ah, ja. Also wenn ihr bis 16 noch nie Sex hattet, dann macht ihr das automatisch. Dann passiert etwas in eurem Körper, wodurch ihr automatisch eine Kamera bestellt und dann eure Familienmitglieder bespannt. Das ist einfach so. Das ist in unserer Natur drin. Ja. Und das lernen wir durch Hilf mir. Oh Gott, das ist so eklig. Der ist doch einfach pervers. Also der ist doch einfach pervers. Ich glaube, das Beste wäre, wenn sie sich einfach mit dem Bruder zusammensetzt. Step Bro, pass mal auf. Bist du irgendwie dumm? Das ist eine absolute Hightech-Kamera. Die ist, es gibt keine Ruckler. Das Bild ist sofort. Also die Art und Weise, wie er diese Kamera erklärt, zeigt mir, dass er keinen Plan von Kameras hat. Ja, das ist so schnell Hightech, so landet auf dem PC, wenn man das angucken will. Beste. Was machst du damit? Papa, ich musste was sagen. Ich habe die Kamera heute früh in meinem Zimmer gefunden. In deinem Zimmer? Irgendeiner spannt dir hinterher. Verletzung. Ja, aber das ist doch der Step, Bro. Oh, sie darf niemals in die Nähe von einer Waschmaschine kommen. Ich muss die Polizei. Nein, Papa, das Papa. Geht nicht. Viola wäre anzuraten, schnellstmöglich zur Polizei zu gehen und eine... Ist das ein Experte oder ist das ein Türsteher? Ich habe sowieso einen Verdacht, wer das sein könnte. Wer denn bitte? Ja, ich habe letztens erst Simon beim Gucken erwischt. Simon? Ja, Simon. Was? Ich finde das immer so weird, wenn man über eine Person spricht und diese Person ist so neben einem. Das machen Eltern zum Beispiel mal ganz gerne. Meine Eltern haben das öfter mal gemacht oder meine Familie. Die haben so lauthals über mich gesprochen und ich bin dann so, yo, ich bin... neben euch. So, also es ist immer so unangenehm, Mann. Warum machen Menschen das? Ich könnte das niemals. Ich hab dir gesagt, ich war es nicht. Nein, ja, wer denn sonst? Robin, dein Freund, der hat Zugang zu deinem Leisen. Zimmer. Du bist einfach Leisen. Nur pervers. Mein du bist eine ist, blöde Kuh. Du bist eine blöde Kuh. Ja, aber ich meine, es könnte sein, ne? Es könnte auch sein, dass es ihr Freund ist. Kann sein, dass er sie kontrollieren will. Kann sein, dass er vielleicht ein Eifersuchtsproblem hat und dass er gucken will, okay, trifft sie sich mit wem anders? Und solche Freunde gibt es ja. Also es ist ja nicht weit hergeholt. Wobei für sie wahrscheinlich schon, weil sie wahrscheinlich eine rosarote Brille trägt. Aber was weiß ich schon? Ich bin einfach nur der Judge. Übrigens, ich wurde neulich von Hilf mir angeschrieben. Ne? Ich habe von Hilf mir eine E-Mail bekommen und die können sich eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen. Die können sich vorstellen, dass ich mal eine Hilf mir-Episode schneide in meinem Stil und dass ich da alles machen kann, was ich will. Freunde, ich mache aus Hilf mir einen Fiebertraum. Also wirklich, das haben die gesagt. Und ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Ich finde das einfach geil, dass Hilf mir einfach meine Reactions guckt. Also ich muss mir vorstellen, dieses Hilf mir-Team chillt so in dem RTL 2 Büro und dann chillen alle so am Laptop, gucken sich meine Reaction an und denkt sich so, ja man, geil. Voll witzig, wie er unser Format zerstört. Und ich feiere das. Ich feiere das, dass sie so damit umgehen. Das ist total cool. Cool. Und jetzt haben die mich angeschrieben und wollen, dass ich eine Hilf-mir-Episode schneide. Ich werde es auf jeden Fall machen. Beziehungsweise, ich überleg's mir noch, aber ich kann es mir vorstellen. Hallo, Schatz. Wo warst du? Ja, ich war noch im Laden meines Vaters. Ja. 15 Minuten zu spät. Ich gehe auf Toilette, krieg dich mal wieder ein. Ist doch alles gut. Die ist schon eine Süße. True, true, ja, ja, stimmt. Okay. Wir sind uns einig. Dann muss ich aber noch kurz checken, ob die... Nein, ich nehme alles zurück. Die ist doch nicht süß, Leute. Die ist doch nicht süß. Ich nehme alles zurück. Nein, die ist nicht süß. Nein. Robin, ist das dein Ernst? Was soll das denn schon wieder? Na, ich wollte mal gucken, mit wem du schreibst, ey. Na, das braucht Viola natürlich jetzt so dringend wie einen Kropf. Yo, die Experten sind heute richtig tschatschi. Ja, das braucht Viola jetzt, ne? Ein Freund, der das und das macht. Dieser Freund ist ein absoluter Huh. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass hier kein einziges Drisch vorkommt?
Warst du das etwa mit den Scheißkameras? Was für Kameras? Ja, Kameras in meinem Zimmer. Also hast du doch einen anderen Typen oder was? Was ist denn das für eine Reaktion? Die ist so richtig fertig mit den Nerven. Die ist so richtig kaputt, weil da irgendwelche Kameras in ihrem Zimmer sind. Und die regt sich des Todes darüber auf. Und seine Reaktion ist nicht, what the fuck, spann ich etwa jemand aus? Wie eine normale Reaktion wäre. Junge, die hat Cams in ihrem Zimmer. Selbst wenn sie einen anderen Typen hätte, wäre das trotzdem fucked up. Ruf mich mal bitte zurück. Ich will nicht, dass wir uns streiten. Hallo, Viola. Yo, wer ist denn jetzt der Creep? Hallo, Viola. Du kennst mich noch nicht, aber ich kenne dich. Ich möchte ein Autogramm von dir. Ich will ein Autogramm. Hält er sich für Babys Beauty Palace? Ich kenne dich doch aus dem Internet. Du bist immer so heiß. Du bist immer so offen. Wovon redest du? Viola. Los, halt bloß Abstand von mir. Selbst wenn das so wäre und sie das freiwillig macht, als ob da einer kommt und sagt, yo, bitte berühre meinen Cock. Ich verfolge schon die ganze Zeit alles von dir mit, wie du Bücher liest, wie du guckst. Diese eine Folge, wo du Bücher liebst, finde ich nicht so gut wie diese eine Folge, wo du guckst. Außerdem verstehe ich immer noch nicht, was du meinst. Im Internet wirkst du total locker. Du bist total... Hä? Du bist eh eine Schlampe. Tschüss. Was wollt ihr denn überhaupt von mir? Woher kannte er überhaupt meinen Namen? Als ob die immer noch nicht drauf gekommen ist. Junge, der hat gerade geleakt, dass deine Videos im Internet landen, ja? Wie du Bücher liest und wie du guckst. Die kommt da nicht von selbst drauf. Think! Think, Mark! Think, Mark! Yo, Hackerman! Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Fang nicht schon wieder an. Jetzt mal for real, ne? Jetzt, keine Ahnung, so. Bestimmte Menschen haben schon Gründe, warum sie sich zu anderen bestimmten Menschen angezogen fühlen oder so, ne? Aber der Typ hat ja Empathie 0%. Die Sache ist, die fühlt sich halt nicht gut, sagt, hey, ich kann das nicht oder hey, ich hab das und das. Und der ist dann einfach so, ja, juckt mich nicht, komm her und fick mich jetzt, Mann! So, und ich denk mir, checkt die das nicht? Knepp schreibt, gleich kommt der Meta-Moment und sie bemerkt den Hilf-mir-Kameramann. Imagine. Dann sieht man eine Szene, wo das Hilf-mir-Team so im Büro sitzt, auf diesen Laptop guckt und die sagen dann so, yo, shit. Dieses Hilf-mir-Universum wissen jetzt, dass sie innerhalb eines anderen Universums existieren. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist mein Ernst? Das. Siehst du das? Da ist eine Kamera drin. Was habe ich denn damit zu tun? Irgendwie juckt den wirklich gar nichts, ne? Der sagt nicht, yo, du hast ja wirklich Kameras hier drin. Was geht denn ab, Alter? Den interessiert gar nicht, dass er überhaupt eine Cam ist. Den interessiert nur, dass er nicht schuld ist. Er sagt so, hä, ich habe doch gar nichts damit zu tun. Bist du dumm? Warum sollte ich das machen? Was soll ich jetzt damit zu tun haben? Ja, genau. Den juckt die Tatsache, dass das überhaupt passiert, juckt den wirklich gar nicht. Also wirklich, mitfühlen, durchgespielt. Tja, Robin ist mir vielleicht ein Schätzchen. Eine Robin ist mir vielleicht ein Schätzchen? Also mir nicht. Mama! Das gibt's doch gar nicht. Komm, die Mom ist die einzige Person, die das auch sus findet, dass da versteckte Kameras sind. So wie normale Menschen das sus finden würden. Aber der Dad, der Freund, so für die ist das einfach nur, Na und? Ich war's nicht. Willst du mir etwa die Schuld geben? Ey, hier müssen überall Kameras sein. Wir müssen unbedingt suchen. Du hast vollkommen recht. Oh, die finden so richtig viele Cams. Hallo? Darius, schau mal. Wir haben Kameras gefunden. Schon wieder. Weißt du eigentlich, kommt dafür nur einer in Frage. Volker. Was? Dein Ex. Oh, shit. Es war wirklich der leibliche Dad. Weil er kennt sich mit Kameras aus. Und er hat dieses Kamerageschäft. Und er hat wahrscheinlich auch noch Zugang zu diesem Haus. Der Darius hat recht, dass der immer noch sehr eifersüchtig auf dich ist, ja? Was ich halt so ein bisschen komisch finde, ist, jeder ist sus. Sus. Ich meine, es könnte der echte Dad sein, es könnte der Stiefdad sein, es könnte der Bruder sein, es könnte aber auch der Freund sein, ne? Also es gibt viele Tatverdächtige. Aber der Titel dieses Videos spezifiziert sich nur auf den Bruder. Und wir gehen jetzt in den Elektroladen und stellen ihn mal zur Rede. Ich hab echt die Schnauze voll jetzt. Warum sollte mein eigener Vater mich in mein Zimmer bespannen oder uns irgendwie kontrollieren wollen? Ja, aber das könnte doch sein, dass er einfach... Vielleicht will er ja die Mom bespannen. Finde, Mama und Darius verrennen sich da total. Hoffe ich auf jeden Fall. Das kann auf keinen Fall sein. Zu 100%. Hoffe ich. Vielleicht auch zu 90%. Also vielleicht auch 80%. Yo, einfach keine Musik. Einfach Stille, was zum... Okay, ich wollte schon sagen, liebe Freunde, ich wollte schon sagen. Übrigens, gibt es eigentlich den zweiten Teil oder war es das jetzt einfach? Nö, ich glaube, es gab nur einen Teil. Ja gut, Freunde, dann werden wir niemals erfahren, wie es weitergeht. Niemals. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute. Give me the pack and I might take that. She got a fatty, I might take that. Give me
Yeah, I think we're willing to you better than we go put it the red with no click clap.